Das Askotal. Spektakuläre Felsenwelt, laufende Hamburger und wildromantischer Schwarzkiefernwald. Willkommen zum zweiten Teil unserer Serie über Korsika. Wir fahren von Saint-Florent ins Landesinnere, drehen dann nach Süden in Richtung Askotal und queren den Col de Teguim. Dort befindet sich eine erkundenswerte Gedenkstätte zum Zweiten Weltkrieg. Schwerpunkt dieses Videos ist das Askotal. Von der langen Anfahrt zeigen wir nur ein paar Ausschnitte. Auf Korsikas Straßen begegnen einem immer wieder wilde Haustiere, zum Beispiel Kühe. Eine hat meinen Mann mal angefallen. Aus Rache hat er an dem Abend einen Hamburger gegessen. Seitdem sind sie für ihn nur noch laufende Hamburger. Auf der Strecke liegt Saint-Michel de Murato, eine sehenswerte Kirche, zu der wir ein eigenes Video gemacht haben. Auf Korsikas Straßen wird es schnell mal eng, wenn Gegenverkehr kommt. Also langsam fahren, auf Blickführung achten und mutig voran. Die Landschaft ist ein Genuss. Immer wieder gibt es tolle, weite Ausblicke in die Landschaft. Wir lieben diese kleinen Straßen und wundern uns, dass sie hier oft einen Mittelstreifen haben. Unsere Vermutung ist, dass er eine Hilfe bei Gegenverkehr sein soll. Man kommt gut aneinander vorbei, wenn jeder auf seiner Seite bleibt. Ob das so ist oder nicht, hält uns nicht davon ab, diese Sträßchen zu genießen. Genießt jetzt mit uns diese wunderbaren Eindrücke dieser wunderschönen Insel bei etwas Musik. Nach einigen Kilometern kommen wir wieder auf die D147 in Richtung Askotal. Wir sind gespannt und voller Vorfreude. Erwartet uns doch angeblich eine echte Besonderheit. Das Askotal ist wahrlich eine spektakuläre Granitschlucht. An der Felsenlandschaft können wir uns nicht satt sehen. Die Straße führt uns auf knapp 35 Kilometern in das Tal hinein. Immer wieder geht es am Bergfluss Asko entlang und stetig bergauf. Am Ende werden wir auf etwa 1400 Metern sein. Wir legen eine Pause ein und schauen uns das Tal mit der Drohne von oben an. Für Wanderer ist die Schlucht mit seinen hohen Bergen ringsum ein wahres Eldorado. Über diese hohen Berge führt auch eine Etappe des berühmten korsischen Weitwanderweges GR20, der Korsika vom Nordwesten in den Südosten durchquert. Im Gasthaus am Ende der Schlucht können Wanderer die wichtigsten Nahrungsmittel einkaufen und übernachten. Neben dem GR20 und dem Aufstieg zum Monte Cinto gibt es zahlreiche weitere Wandermöglichkeiten, beispielsweise auf die Movella und die Punta Colaglia. Neben den Wanderwegen gibt es auch einen schönen Klettersteig. Er führt in verschiedenen Schwierigkeitsstufen durch schöne Tafoni-Felsen. Der Clou ist, dass man die erkletterten Höhenmeter über mehrere Seilbahnen wieder hinunter ins Tal fahren kann. Ein tolles Erlebnis. Die Drohne kommt nach Hause und für uns geht es weiter. Rot Milan begrüßt uns.
Die besonderen Windverhältnisse in einer großen Schlucht wie dieser sind bestimmt eine wahre Spielwiese für ihn. Mit seiner Flügelspannweite von bis zu 1,60 Meter ist dieser Greifvogel ein imposanter Segler. Steinadler soll es hier auch geben. Dem sind wir leider nicht begegnet. Das kann einem auf Korsika immer begegnen. In oder hinter einer Kurve steht eine Kuh auf der Fahrbahn. Für Familien gibt es einen Abenteuerpark, einen Wanderweg ins Tassinetatal und mehrere wunderschöne Badestellen im Fluss. Im Winter kann man Skifahren und im Frühjahr zur Schneeschmelze ist der Fluss bei Kajakfahrern sehr beliebt. Wir sind hier schon recht weit oben und ein wunderschöner Schwarzkiefernwald prägt die Atmosphäre. Wir sind begeistert und genießen die entspannten Kurven durch diese faszinierende Landschaft. Eine echte Rarität ist dieser Wald. Hier und weiter oben in den Bergen lebt tatsächlich noch eine kleine Population Mufflons. Diese kleine Insel hat es wirklich in sich. Erstaunlich, wie viele Besonderheiten es auf diesem kleinen Eiland zu entdecken gibt. Da man dem Mufflon oft eher nicht live begegnet, ist dem gefährdeten Wildschaf oben am Parkplatz ein Museum gewidmet. Neben dem Mufflon werden auch weitere Tiere der Region vorgestellt. Die Texte sind allerdings größtenteils in französischer Sprache verfasst. Ganz am Ende fahren wir auf den großzügigen Parkplatz. Er liegt hier eingebettet zwischen den Bergen, deren Gipfel über 2000 Meter hoch sind. Wir pausieren genüsslich auf der Terrasse des Restaurants und genießen den Ausblick in die Schlucht und die Berge. Aus Rücksicht auf die anderen zahlreichen Genießer dieser Aussicht fahren wir ein kleines Stück die Straße zurück, um dort noch ein paar Drohnenaufnahmen von dieser grandiosen Kulisse zu machen. Hier am Ende des Tales befinden wir uns am Fuße des höchsten Berges der Insel, dem Monte Cinto mit 2706 Metern. Insgesamt gibt es auf Korsika über 50 Berge, die die 2000 Meter Marke knacken. Die Insel ist quasi ein Gebirge im Meer. Das macht sie auch für uns so besonders. Wer unterwegs noch einen Kaffee bei grandioser Aussicht genießen möchte, kann dies hier im L'Acropole in Asco tun. Das kleine ehemalige Hirtendorf zählt heute noch etwa 120 Einwohner und lebt vorwiegend vom Tourismus. Auch auf der Rückfahrt gibt es noch ein paar spektakuläre Ausblicke. Damit geht für uns ein erfüllter Tag zu Ende. Wir freuen uns auf das Hotel und einen entspannenden Abend, denn morgen geht es schon wieder weiter. In Teil 3 besuchen wir eine Wüste mitten in Europa und nächtigen in einer der, aus unserer Sicht, schönsten Städte an der Westküste, in Calvi. Wenn ihr dabei sein wollt, bleibt dran. Für heute verabschieden wir uns nun von euch und wünschen allzeit gute Fahrt. Seid behütet und bleibt unfallfrei.